Ja, hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch das Xbox 360 Dashboard Update vom Herbst 2011. Ich werde im Hintergrund jetzt einfach mal das Update laufen lassen, spule ich ein bisschen vor und komme dann wieder zurück, wenn das Ganze fertig ist. Das Update ist jetzt runtergeladen und jetzt zeige ich euch einfach mal die ganzen Features. Ihr habt hier die Startseite, da seht ihr oben links das Spiel, was ihr drin habt. Quick Play, in der Mitte habt ihr so Werbung, unten rechts ist auch Werbung. Oben ist ein kleiner Guide. Ihr könnt dann hier weiter auf Community, Freunde und dann hier eben die ganzen Freunde. Es gibt Video, wo ihr die ganzen Videos auch vom Marktplatz seht. Spiele, wo ihr natürlich die ganzen Spiele dann seht. Musik, wo ihr die ganze Musik kaufen könnt für die Xbox, für die Spiele und was weiß ich. Und dann habt ihr Anwendungen. Dort habt ihr dann jetzt neu Sky Go. Falls ihr Sky habt, könnt ihr Sky jetzt auf eure Xbox schauen. Und halt Einstellungen. Was auch Neues unter Systemeinstellungen und Speicher. Alle Xbox Live Gold Mitglieder haben Cloud Speicher. Da könnt ihr dann eure gespeicherten Spiele, Profile, alles in der Cloud speichern und sie dann zu euren Freunden mitnehmen. Ihr habt da 500 MB frei. Müsste eigentlich reichen für einen Account und ein paar gespeicherte Spiele. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Ihr habt jetzt auch noch die Bing-Suche. Da könnt ihr natürlich nach verschiedenen Sachen suchen. Und ich finde, das sieht wirklich alles richtig cool aus. Das gelungenste Update, wie ich finde. Was jetzt auch endlich in Deutschland und in Deutsch funktioniert, ist die Sprachsteuerung. Dazu habe ich auch nochmal ein extra Video. Link dazu ist in der Beschreibung. Falls ihr es anschauen wollt, wie ihr eure Xbox mit eurer Sprache steuern könnt. Wie zum Beispiel so. Xbox. Quick Play. Weiter. Zur Startseite. Und ja, das war's eigentlich zu dem kurzen Überblick von dem neuen Xbox 360 Dashboard Update Herbst 2011. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao! Hast du mein letztes Video verpasst? Kein Problem. Klicke jetzt hier auf das Video, um es dir anzuschauen.